Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, Kollege Kucher, ich hoffe, dass die Rede und dein Ansinnen, dass wir jetzt parlamentarische Anfragen durch Google-Suchen ersetzen, dass das nicht irgendein Impfschaden ist, der da entstanden ist bei dir. Also ich hoffe, dass du das nicht ernst gemeint hast, was du jetzt gesagt hast. Die Kollegin Maurer hat vorher auch interessante Dinge von sich gegeben und hat geschrieben, hat gesprochen davon, dass also die Impfung der Siegeszug der Wissenschaft gegen das Virus gewesen ist. Die Kollegin Maurer ist ja leider schon wieder nimmer mehr im Raum, zumindest sehe ich sie nicht. Aber ich glaube eher, dass es ein Raubzug der Pharmakonzerne gegen den Geldbeutel der Steuerzahler und deren Grundfreiheiten und Grundrechte ist, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist das, was wir heute hier diskutieren. Ja, möchte noch ganz kurz eingehen auch auf die Anfragen von meinem Bundesminister, die immer ungenügend beantwortet sind. Und so viele Anfragebeantwortungsdebatten kann man gar nicht führen in dem Haus, dass man da irgendwie auf einen Nenner kommt. Aber ich möchte schon noch auf das zurückkommen, was der Bundesminister heute auch im Hauptausschuss in der Früh gesagt hat. Und ich würde sagen, der Bundesminister ist eigentlich mittlerweile schon Opfer der eigenen Propaganda geworden. Und zwar, obwohl klar ist, dass die Impfung bei Omikron einfach nicht so gut wie nicht mehr greift, wollen Sie uns jetzt eine Impfpflicht verordnen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bundesregierung. In anderen Ländern hat man schon verstanden, dass das nicht die Lösung ist. Ich weiß nicht, warum das bei uns noch immer so hochgehalten wird. Sie sprechen von der Wichtigkeit der Immunisierung gegen Omikron und bringen und führen die Impfung ins Treffen. Wie gesagt, es gibt Studien, die mittlerweile das Gegenteil behaupten. Also die Immunisierung gegen Omikron wird Ihnen mit der Impfung nicht gelingen. Und wenn Sie mir das nicht glauben und wenn Sie sagen, ich bin ein Schwurbler, dann reden Sie mit Herrn Bundeskanzler, der nicht zuletzt vor wenigen Tagen selbst an Omikron erkrankt ist, obwohl er schon dreimal geimpft ist und vielleicht sogar in der Nacht leuchtet. Sehr geehrte Damen und Herren, und das ist der Grund, warum wir diese Debatte führen und das ist der Grund, warum wir freiheitlich auch sagen, man kann diese nicht funktionierende Waffe, nicht unter Zertrümmerung aller auf Grund- und Freiheitsrechte den Menschen in diesem Land verordnen. Das geht so nicht und dafür stehen wir Freiheitliche auch ein. Und eines haben Sie noch nicht beantwortet heute. Es kommen jetzt noch 900.000 Personen dazu, die entweder genesen sind oder zweimal geimpft sind, die mit 1. Februar dann auch von Ihnen zu Bürgern zweiter Klasse erklärt werden. Also ich bin gespannt, wie Sie das erklären wollen und wie Sie das rechtfertigen wollen, dass auch diese Menschen, die gesund sind, auf wesentliche Bürgerrechte in Zukunft verzichten werden müssen. Herr Bundesminister, das geht sich alles hinten und vorne aus. Und die Unsinnigkeit Ihrer Maßnahmen, die möchte ich Ihnen einfach nur an einem Beispiel erklären, und zwar an dem Beispiel der Sperrstunde in der Gastronomie. Sie haben heute davon gesprochen, dass Sie die Sperrstunde beibehalten wollen und Sie haben auch gesagt, die Nacht- und Schneegastronomie, ich weiß ja nicht, was das genau sein soll, ich hoffe, das sind nicht die Lokale vom Herrn Ho, wo es da um Nacht- und Schneelokale geht, sondern ich meine, Sie nehmen die Lokale in Aussicht, die am Abend offen. Aber warum schließen Sie diese Lokale? Das ist nicht nachvollziehbar. Sie haben, ich habe es vorher gerade erklärt, bereits einen großen Teil der österreichischen Bevölkerung ohnehin zu Bürgern zweiter Klasse gemacht. Sie haben diese Bürger eingesperrt. Die dürfen ja gar nicht mehr in diese Wirtshäuser gehen und in diese Gaststätten. Also warum halten Sie trotzdem an dieser 10 Uhr Sperrstunde fest? Herr Bundesminister, ich glaube, Ihre Argumentation geht sich hinten und vorne nicht aus. Und noch ein Punkt. Und ich glaube, da sollte man auch den internationalen Vergleich nicht scheuen. Wenn ich mir anschaue, welche Länder bis jetzt die Impfpflicht eingeführt haben, dann fällt mir da der Vatikan auf, dann fällt mir Ecuador auf und dann fällt mir Tadschikistan auf. Und wenn ich mir anschaue, über welche demokratischen Systeme diese Länder verfügen, ja, dann möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass Österreich in dieser Reihe stehen. Und auch das ist ja etwas, wo man die Außenwirkung einmal betrachten muss, wo man mal wissen muss, ob man da überhaupt dazugehören möchte und ob man hier wirklich adäquat handelt. Ich sage nein. Sehr geehrte Damen und Herren, das Einzige, womit sich diese Bundesregierung auszeichnet, und übrigens Respekt von Demonstranten, die hier im Josefsplatz draußen stehen und ihr Gesicht zeigen, die ihre Komfortzone verlassen haben, um Ihnen zu sagen damit, dass Sie am Holzweg unterwegs sind, aber das Einzige, womit sich diese Bundesregierung auszeichnet, ist ihre Herzlosigkeit. Und ich möchte Ihnen noch ein Beispiel bringen, das mich gestern sehr berührt hat. Und zwar ist das Beispiel eines Mannes, weit über 80, der gestern vor dem Krankenhaus in Baden angetroffen worden ist, in vollkommener Verzweiflung. Dieser Herr ist eigentlich gegen seine Überzeugung dreimal impfgegangen, um seine kranke Frau im Krankenhaus besuchen zu können, weil sie regelmäßig dort ist. Er hat sich gestern auch für den Besuch im Krankenhaus Baden noch einen PCR-Test machen lassen und ist dann dort abgewiesen worden. Sehr geehrte Damen und Herren, dieser alte Mann ist dort abgewiesen worden. Er konnte seine schwerkranke Frau nicht besuchen. Warum? Weil die Landeskliniken-Holding in Niederösterreich festgelegt hat, dass es ab sofort nur mehr Besuchsmöglichkeiten geben wird, einmal in der Woche eine halbe Stunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Das ist die Art und Weise, wie Sie mit der Aufbaugeneration umgehen. Das ist die Art und Weise, wie Sie mit alten Menschen umgehen. Das ist die Art und Weise, wie Sie auf der Psyche dieser Menschen herumtrampeln. Und ich sage Ihnen eines von diesem Rednerpult aus. Dafür können Sie sich alle und alle, die da heute mitmachen, in Grund und Boden schämen.